Wir gehen heute nochmal schön entspannt jiggen. Relativ kleines Setup, man muss da gar nicht so ganz groß rangehen. Und dann auf Saibling und Co. hier am Kuori. Also, es ist 5 Uhr morgens, raus mit den Routen. Ich habe gerade in den Abendstunden schon ein bisschen probiert. Die Nacht ist ja zum Glück hier nicht so lang. Und dann raus mit den Ködern. Das Schöne ist, das kann man sehr, sehr früh im Game schon machen, denn das Ganze geht einfach hier mit dem Blinker. Das heißt, man gönnt sich 1, 2, 3 verschiedene Blinker, verschiedene Farben und dann geht das schon los hier. Ganz, ganz simpel. Und auch vom Setup her muss das gar nicht so ganz mächtig sein. Und dann geht das halt los hier. Wenn man sowas hat wie so eine HSV oder sowas schon als Rolle, das heißt, man ist hier mit 14, 15 Kilo vielleicht unterwegs, dann ist man schon bestens ausgestattet. Ich sag mal so, ab 10 Kilo Setup ungefähr wäre das interessant. Wenn man sowas in der Art schon hat, dann ist das durchaus okay. Und ja, dann kann das losgehen. Einfach rauswerfen und kleine Umdrehung machen, ganz kleine Bewegung, dass dann hier unten die Jig-Führung quasi kommt und dann rausziehen mit dem Brocken. Wir gucken gleich auch nochmal in den Kescher rein, was bisher drinne war. Ich habe jetzt hier verschiedenste Stellen getestet, gerade gemerkt, ich habe zu wenig weit ausgeworfen. Man muss schon eine gewisse Weite auch rauswerfen können, damit man eben über eine längere Strecke über den Grund diesen Hüpfer macht. Also einkurbeln, Pause machen. Einkurbeln, Pause machen. Und das ist halt genau diese Jig-Bewegung, die wir hier machen. Wir gucken nochmal eben drauf hier. Eine Drehung. Zack. Pause. Jetzt ist die Schnur erstmal straff, liegt schön auf dem Grund. Zack. Pause. Und da kommt schon direkt der Biss. So moog wie dat. Und das war jetzt tatsächlich auch in den Abendstunden so, mit den ersten 2, 3 Jigs häufig schon ein Biss. Verschiedenste Fische. Sefo war bisher noch gar nicht so viel, das ist auch ganz gut so. Die wollen wir auch nicht zwingend, wir wollen am liebsten Saiblinge. Also Bachsaiblinge, die schön roten. Dann natürlich die Seesaiblinge, nehme ich auch gerne mit. Auch kohlemäßig gar nicht schlecht. Dann ist hier schon eine kleine Regenbogenforelle sogar reingegangen. Einfach hier auf dem Jig, da haben wir wieder die Jig-Führung. Zack, eine Drehung. Ich bin sogar mit der 50 hier, ne? Also relativ schnell. Einfach locker durchballern. Und ja, bisher gar nicht schlecht. So auf Setup und sowas gehe ich auch natürlich im Detail nochmal drauf ein. Was wichtig ist, und das merke ich auch immer wieder selbst, wenn ich, oha, wenn ich ein bisschen verkehrt geworfen habe. Ich muss mir nochmal, ich bin jetzt gerade hier erst wieder hingefahren, ich muss mir nochmal eine Stelle suchen, wo ich genau dann hinwerfe, die ich immer anwerfe. Also irgendwo einen markanten Punkt, beziehungsweise erstmal auf der Map gleich gucken, wo wir hinwollen und dann einen markanten Punkt am Horizont finden an dieser Stelle. Ah, komm her hier, komm her Saibling. Na na, ist doch gut. 3 Kilo, 4 Kilo. Jo, schönes Ding. Also, wir gucken auf der Map, wo wollen wir hin? Und wo wir nicht hin wollen, ist über solche Hubbels. Das heißt, wir wollen eine schön glatte Strecke haben, damit der Jig auch schön durchgeht und dass wir nicht einmal ein Loch haben und wir aus der Jig-Führung raus sind und dann jiggen wir da einmal vielleicht oder zweimal und dann auf einmal kommt die Kante und dann fallen wir mit dem Jig, mit dem Köder wieder gegen die Kante und sind wieder raus. Also den, so einen Schnickschnack wollen wir nicht haben. Entweder komplett durchziehen, dass man sich an solche Stellen platziert oder hier halt vielleicht noch besser, ne? Oder hier halt dran vorbei. So, zack. Oder hier vorbei. Hier habe ich auch gerade schon hingeworfen. War auch sehr gut. Da waren wir dann aber auf einmal zu viele Barsche. Gar keinen Bock drauf. Gleich versuche ich hier hinten auch nochmal. Habe ich noch nicht probiert. Aber ich jigge einfach hier diese schön, diese etwas, ja, ich sag mal, diese mitteltiefen Stellen ab. So, ah, nicht so weit. Aber es geht so vom Köder noch. Momentan verwende ich den Weiko mit 14 Gramm als Köder. 1er Haken hier drauf, ohne Puschel, ganz normal. Relativ simpel.
zack, den teste ich jetzt gerade. Es funktionieren aber auch noch andere Köder, Hunter-Köder auch immer wieder zu empfehlen, gerade auch hier am Koori. Ich glaube, die Hunter-Serie 1 von der Größe her, also Hunter 1-Serie, würde ich mir komplett einmal gönnen. Lohnt sich Stück für Stück einfach hier immer wieder am Koori. Anfangs hatte ich einige Barsche drauf. Vielleicht haben wir hier schon direkt den nächsten. Ja. Auch hier in dem Bereich. Dann hatte ich, wie gesagt, hier hingeworfen. So, Richtung Turm. Zack, raus damit. Da waren dann schön die Saiblinge, bis dann nach kurzer Zeit auch auf einmal wieder die Barsche reingeballert sind. Also das kann natürlich passieren. Das ist vielleicht so ein bisschen wetterabhängig, tageszeitabhängig. Oh, hier geht es aber tief runter. Ja. So. Das längste ist tatsächlich das Warten, bis der Köder abgesunken ist. Das heißt, wir wollen ja über den Grund jiggen. Mit kleinen Bewegungen. Und da dauert es wirklich am längsten, bis man sagen kann, okay, der Köder ist unten und jetzt kann es losgehen. Zack. Das ist wirklich immer das Schwierige. Na, was haben wir denn da? Kleine Sefo. Was auch funktioniert, wir können natürlich auch mit solchen roten rangehen oder hier mit Sotori 22, sagen wir mal mit dem hier. Auch der soll funktionieren. Ich habe es noch nicht probiert. Einser Haken habe ich hier drauf. Gucken wir mal. Wir werfen mal einmal so hier in diese Richtung. Damit fliegt das Ding natürlich, weil viel größer. Fliegt natürlich weiter raus. Aber ich bin gewappnet vom Setup her mit 12,7 Kilo Vorfach. Wir haben hier eine schöne dünne Schnur drauf, beziehungsweise ausreichend Meter Schnur auf der Rolle. Ich bin hier mit der großen Rolle unterwegs. Zack, da mal schon Biss. Einfach nur, damit ich hier auf entspannt auch irgendwie was Dickeres ausdrillen kann. Und ja, deswegen einfach mit ein bisschen mehr Schnur gerade. Vom Kescher her sieht es momentan, wie gesagt, schon ganz gut aus. Das ist der Kescher. Wie gesagt, anfangs waren einige Barsche mit dabei, aber eben auch ein paar ganz gute Saiblinge hier schon bis 2 Kilo. Und dann immer mal wieder. Und hier kam dann eine Linie, das war jetzt hier alles mit dem 14er. Weiko 14er. Damit sind die dann halt schön reingegangen. Auch hier die Regenbogen, Weiko 14er 003. Also, die sind dann hier schön durchgegangen, durchgängig reingegangen, hier auch in diese Richtung. Deswegen probieren wir das hier einfach nochmal auch mit den größeren. Vielleicht findet sich ja hier sogar noch ein großer Saibling und der hat Bock. Da sind wir im Jig. Und da haben wir den Biss. Genau so war das vorhin auch. Also ausgeworfen, zwei, dreimal gejiggt und spätestens dann kam schon der Einschlag. Das ist ein absolut gutes Zeichen dafür, dass es funzt. Alter, verdammter Arland, Alter. Der hat mich aber auch heute, ne? Ei, 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 ei. Vorhin hat er mich schon so genatzt am Windenbach. So. Also, zack, absinken lassen. Und jetzt, zapp. Und wieder rein da. Erste Drehung, zweite. Und wir kommen dann jetzt so langsam in den Jig. Oder wir kommen noch nicht. Vielleicht bin ich gerade... Ne, ich habe sogar schon einen kleinen Biss. Vielleicht schon in dem Loch gelandet. Ich muss gleich... Ich werfe gleich mal ein bisschen weiter hier rüber. Ja. Ich stehe auch ein bisschen anders als gerade. Gerade stand ich mehr hier. Also mehr in dem Bereich. Liegt das am Wind oder was? Ne, ich bin glaube ich einfach zu weit gefahren. So geht das nochmal. Also, zack. Neue Markierung. Vielleicht gucken wir mal, werfe ich dann eher da hinten so in Richtung von diesem hellen Bereich am Ufer. Und vielleicht läuft das ja dann besser in die Richtung. Aber das ist das, das muss man halt testen. Ne? Also eine Linie testen, probieren, wenn man hier hinfährt. Ungefähr halt die Koordinaten. Ich halte mich da immer nicht so ganz an die Koordinaten genau, sondern es geht halt um die Area. Dann liegt es ja auch daran, wie wirft man. Wirft man, hat man da Skillpunkte drin? Kann man überhaupt genau und gerade und präzise werfen? Oder wirft man aus und das Ding eiert eh so ein bisschen mehr nach links oder rechts und, und. Das sind halt alles so Sachen, die kannst du halt wenig gut beeinflussen. Aber so grob die Richtung ist halt wichtig.
Hier hinten wollte ich auch noch hinwerfen, habe ich noch nicht gemacht. Testen wir mal. Alles hier flacher Bereich. Und hier gehen wir dann mal langsam rum. Nächstes Ding, was man testen kann, natürlich Einholgeschwindigkeit. Heißt also jetzt hier gerade mit 50 ist das relativ langsam, also relativ leicht hier durch zu jiggen. Langsam kann man das natürlich auch machen. Halbe Geschwindigkeit, erstmal mit 30 ungefähr würde ich das testen. Und dann je nach Rolle einfach noch weiter runtergehen. Auch das kann manchmal übelst triggern, dass dann die Fische da eher, na guck mal, auf so ganz langsamen Jig dann eher stehen. Und da haben wir den nächsten kleinen Bachsaibling. Immerhin ist er da auf einem sehr, sehr großen Köder. Also, absinken lassen. Zack. So. Jetzt fällt er schön runter, der Köder. Und der erste Jig. Da haben wir die Jigführung. Geht sofort los. Perfekt. Im Idealfall vielleicht sogar noch bei richtig schön kühlem Wetter. Ich gehe halt immer gerne so ab 11 Grad. Gehe ich hier hin zum Koori. 11 Grad oder kühler. Jetzt zur Zeit war es, glaube ich, gerade 12 Grad. Aber auch das scheint ja zu funktionieren. Gerade auch die Morgenstunden sind halt immer noch richtig schön kühl. Alles unter 10 Grad. Na, ne, hier scheint es aber ein bisschen schwierig zu sein mit der Jigführung. Ne. Das machen wir nicht. Das ist auch zu wenig weit zum Auswerfen. Das heißt also, man hat die Schnur halt so steil nach oben und man jiggt und der fliegt halt so weit hoch. Wenn man dann halt flach jiggt, hüpft der halt mehr vorwärts. Und wenn das halt so steil ist, weil man nicht so weit auswirft, zieht man halt mehr nach oben. Und bis der dann absinkt, braucht es halt wieder so lange und man kommt halt schlecht in den Jig. Also man muss schon eine gewisse Weite rauswerfen, um leichter jiggen zu können. Also relativ weit raus damit. Absinken lassen. Man sieht es halt auch an der Schnur, wenn die halt schön runter geht. Dann kann man halt loslegen. Zack, eine Umdrehung. Schnur ist straff. Nächste Umdrehung. Und dann müssen wir schon in den Jig kommen. Da ist ja schon Jigführung. Zack, und weiter geht's. Absinken lassen. Absinken lassen. Bisschen Konzentration gehört auch mit dazu. Vielleicht hilft es ja, wenn man irgendwie Musik hat, die einen entspannten Rhythmus hat, dass man sich dann genau im Rhythmus immer schön mit dem Jig irgendwie da rein begibt. Und dann einfach schön locker durchgehen. Oder man zählt. Anfangs habe ich immer gezählt. Quasi, dass man gekurbelt hat. 3, 4, 5, Kurbel. 3, 4, oder wie auch immer. Also anfangs ist es halt, irgendwann hat man es einfach drin oder man konzentriert sich da vielleicht weniger drauf. Und dann lübt das auch. Bisschen schwierig gerade hier mit dem großen Köder. Also frequenzmäßig war mit den mittelgroßen, glaube ich, bisher am besten. Das heißt, den ballern wir auch nochmal drauf. Machen wir mal nur hier einen ganz kleinen Jig hier vorne jetzt so nah. Kriegen wir da noch eine Jigführung hin? Kriegen wir, jawohl. Halbe Umdrehung hier nur, weil das ja jetzt so hoch geht. Aber ich glaube, da ist auch schon wieder vorbei. Ja. Also, nochmal zurück hier auf den Waiku. Und zwar nehmen wir den jetzt hier nochmal in 14 Gramm. Einser Haken drauf. Ich baller auch nochmal in diese Richtung hier. Zack. Das war, wie gesagt, vorhin richtig gut. Hat mit am meisten geliefert. Sinken lassen, so ein bisschen so. Und dann wieder. Na? So, rein da. Und gib ihm. Jo, und dann kann das eigentlich so weitergehen. Auch da, wie gesagt, mit der Regenbogenforelle. Das ist natürlich auch sexy. Wenn da die Regenbogenforelle aus Versehen reingeht, einfach so auf den Spoon. Würde ich schon nehmen. Auch in groß das Ding, ey. Über ein Kilo ist ja ganz nett, aber da muss halt noch ein bisschen mehr gehen. So, und nochmal raus damit. Ich bin gerade nochmal ein bisschen woanders hingefahren, ein paar Meter weiter zurück, dass ich jetzt hier diese Linie besser treffe. Und jetzt probieren wir das erste Mal hier in dem Bereich gerade so durch. Oha, viel Zeit habe ich nicht mehr. Bootsticket läuft gleich aus.
Dann müssen wir hier nochmal ein bisschen durchprobieren. Ich hoffe, ich kriege hier noch ein, zwei dran. Und da haben wir schon den Biss. Gucken wir mal, was hier drauf geht. Nochmal auf dem Weiko. Der Barsch, Alter. Der olle Barsch. Ja. Gummifisch müsste ich eigentlich auch noch gleich testen, ne? Jetzt habe ich so viel hier rumexperimentiert. Zack, da ist schon ein Biss. So viel rumexperimentiert mit den ganzen verschiedenen Stellen und Richtungen und Linien und verschiedene Köder. Ei, ei, ei. Jawohl, kommt ran, ihr Saiblinge. Und wieder raus damit. Zack. Aber ich glaube, diese Linie hier ist gar nicht so schlecht. Man kann richtig schön weit rauswerfen und hat eine gerade Strecke. Perfekt. Das sieht auch gut aus hier. Das sieht auch gut aus. So, weiter rumprobieren. Wieder im Jig. Jawohl. Perfekt. Und die Jigführung. Also ohne Scheiß, für zwischendurch immer wieder geil, ne? Macht immer wieder Bock. Gestern auch noch probiert, so ein bisschen zu jiggen an einer alten Festung oder sowas. Auch das geht mit Gummifisch. Einfache Jig-Montage. Da ballern gerne mal die Hechte drauf, aber natürlich auch die Barsche. Zack. Und der nächste. Joa. Also, so geidert. Schön den nächsten Barsch. Niemals diesen Namen erwähnen. So, jetzt werfen wir nochmal in die Ecke. Das sieht auch gerade richtig gut aus. Ich glaube, die Position hier ist doch richtig. Die ist doch richtig gut, ja. Die ist, glaube ich, zu empfehlen hier sogar. 119, 108. Da kann man jetzt ja richtig gut in die Nischen werfen. Zum einen, wie gesagt, hier in Richtung Ufer. Und dann in die verschiedenen Richtungen auch nochmal. Weißt du was, ich glaube, ich verlängere einfach nochmal das Ticket. Kostet auch nur 5 Silber. Das will ich nochmal ein bisschen testen hier. Das sieht gut aus. Nochmal ein bisschen weiter werfen. Also von der Position her, ja, wir haben hier, wir sind über diesem dunklen Loch quasi oder direkt an der tiefen Stelle. Das heißt, auf jeden Fall weiter auswerfen, hier durch, hier lang, hier kann man werfen, bis nach dahin auch eine längere Strecke. Ich glaube, direkt an dem Loch, das macht, glaube ich, Sinn. Das ist gar nicht so schlecht. Also maximal rauswerfen, dass wir da nicht ins Loch reinfallen mit dem Köder. Und dann am besten vorm Loch schon den Biss rankriegen. Bevor der kleine Köderfisch, den wir hier imitieren, ins Loch reinspringt und verschwindet. Bam! Ha! Siehste. Sehr gut. Dann machen wir das dem Saibling direkt schwer und sagen, Alden, jetzt oder nie, sonst bin ich weg. Der nächste Seesaibling. Ah. Ich bin ja drauf und dran mit einem größeren Köder, ne? Ich weiß ja noch, ich hatte ja schon mal ein Video gemacht an der Stelle hier oben. In dem Bereich kann man das genauso gut machen. Hier kann man das bestimmt auch ganz gut machen. Vielleicht einfach mal hier hinstellen. Einfach mal durchjiggen. Und das war auch mit einem größeren Köder. Ich glaube auch mit dem Sotori 22. So. Ja, aber ohne Scheiß. Macht schon Bock. Weil es einfach auch gerade, also vor allem vorhin die Abendstunden, die waren halt richtig gut. Da ist es halt richtig reingerasselt auf diesen Köder hier. Vielleicht ist der besser tatsächlich, wenn so ein bisschen Sonnenuntergangsstimmung ist. Und guck mal, jetzt geht er tiefer. Jetzt bin ich im Loch. Zack, nochmal deutlich abgesunken. Da geht die Schnur nochmal richtig runter. Ist nochmal tiefer gegangen, die Schnur. Das heißt, ich jig gerade so ein bisschen die Kante runter. Ein paar Jigs kriege ich hin. Und dann werde ich aber gleich gegen die Kante jiggen und dann ist vorbei mit der Jigführung. Jetzt ist er nochmal richtig tief runtergegangen. Ne, das ist natürlich nicht so gut, ey. Oder? Vielleicht kriegen wir sogar noch eine Quappe da unten. Kann sein. Aber vielleicht eher in der Nacht. Weniger um 13 Uhr. Ne, ne. Das ist das, ne? Genau in diesem Loch. Schwierig. Aber ich glaube, man sieht es ganz gut mit der Schnur, wie tief die halt absinkt, wenn man dann in diesem Bereich ist. Dann einfach lassen. So, werfen wir nochmal in die Richtung, genau zur Insel. Perfekt.
absinken lassen. So. Tja, und so geil das, ne? Ich meine, das ist doch... Also, ich finde ganz entspannt. Und eine ganz gute Abwechslung, gerade so zum monotonen Schleppen hier am Koori. Einfach mal so ein bisschen durchziehen. Mit der Kammermächter ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache. Also, wenn ich mir überlege, so vom Setup her, eine Route, die man eben auch später ganz gut noch verwenden kann. Schön die Kammermächter MH, Medium Hard, mit 7 Gramm oder ab 7 Gramm Wurfgewicht. Damit kriegt man dann eben auch die kleineren Köder richtig schön weit rausgeworfen. So, ändern wir nochmal. Ich meine, mit dem 8 Grammer kann man natürlich auch probieren, ne? Die 8 Grammer, aber da geht einiges drauf. Da gehen auch die Zwergmaränen drauf und sowas alles. Ich gehe nochmal auf Sotori 22, teste mal den hier. Der geht ja auch immer. 1-0er Haken. Zack, und gib ihm. Und dann haben wir da sogar schon einen Biss drauf. Im Absinken, vielleicht eine Seeforelle, vielleicht ein Saibling. Ja. Aber auch die nehme ich gerne mit. Na guck, die Seefos 2,7. Die wollen wir nicht. Sind zwar ganz nett für den einen oder anderen Kaffeeauftrag noch. Aber die brauchen wir so nicht. So, ich ziehe jetzt nochmal ein bisschen durch. Dann gucken wir gleich nochmal ganz kurz in den Kescher rein. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, bin ich schon ganz zufrieden. Man muss etwas suchen. Und ich muss sagen, hier die Position gefällt mir jetzt gerade schon deutlich besser. Also wie gesagt, direkt hier an dem Loch, weil man einfach jetzt hier viel mehr Möglichkeiten hat, hier ein bisschen weiter zu werfen. Sucht euch einfach so eine Stelle. Wenn ihr jiggen wollt, dann einfach hier. Wie gesagt, auch hier unten in dem Bereich hat super funktioniert. Auch verschiedenste Richtungen, die man halt werfen kann. Na, also das lohnt. Und wie gesagt, wenig hoch, tief, noch tiefer, hoch, tief. Also dieses Hin und Her macht halt wenig Sinn. Dann lieber einmal hier so durchziehen. Diese komplette lange Strecke, das geht dann auch wieder halt richtig gut. So, durchjiggen und dann gucken wir gleich nochmal kurz in den Kescher, was die Fische denn hier so an Silber bringen. Dann gehen wir doch nochmal eben verkaufen. Gerade nochmal ein paar Barsche abgegeben als Kaffeeauftrag. Auch nicht so verkehrt. Und jetzt gucken wir mal, was hier noch reingegangen ist. Kunterbunt das Ganze. Und ich muss sagen, ich habe ja noch gar nicht so viel getestet. Also ja, verschiedenste Richtungen, aber ködermäßig ist da ja noch ganz, ganz, ganz viel drin. Ich glaube, hier kann man mal eben 3-4 Tickets durchballern und den Kescher so richtig voll machen. Einfach nur mit Jig und den verschiedensten Ködern, die es so gibt. Gar nicht so schlecht das Ganze. Also, wir wollen natürlich hier die schönen Brocken, Saiblinge in allen Variationen. Bachsaibling und Seesaibling. Kohlemäßig natürlich auch mit am besten, wenn dann zwischendurch hier noch so ein Glücksdingen reinballert. So eine Seewarnforelle ist das natürlich immer schön. Genauso wie auch hier die Regenbogenforellen. Die sind natürlich auch jetzt nicht so der große Standard, aber das kann. Ab und zu kann natürlich auch noch der Hecht reingehen. Klarer Fall ist halt immer die Chance ist halt immer da. Das heißt, die Chance auf Durchbiss besteht. Wobei das halt tatsächlich die einzige Hecht war, auch sehr klein. Also da kein Risiko. Und eben ab und zu die Seeforellen. Aber auch das ist ja gar nicht so tragisch. Dafür gibt es auch regelmäßig Kaffeeaufträge. Von daher können wir sagen, yo, mitgenommen. Die Kohlen sacken wir ein. Es geht auf jeden Fall noch mehr. Gewichtsmäßig hier, speziell bei den Saiblingen. Ich werde noch ein bisschen weiter rumtesten. Wenn du was getestet hast und einen guten Köder gefunden hast, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten würde ich sagen, Daumen da lassen fürs Video, Kanal abonnieren, wenn noch nicht geschehen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri, peace.